Dieser über 50 Jahre alte Geräteträger 250 F GT von Fendt drohte zu verfallen, wurde revidiert, der Vorderbau komplett neu gestaltet und das Fahrzeug mit moderner Technik aufgepeppt, sodass es nun als hangtauglicher Spezialist für Saat- und Pflegearbeiten weiter seine Dienste verrichten kann. Lukas Schafroth vom Biohofacker hat bei Weilenmann Maschinen AG, beide im zürcherischen Greislikon zu Hause, diesen Umbau in Auftrag gegeben. Für die Detailplanung wurde die Partnerfirma TELIX GmbH von Martin Wepfer aus Andelfingen beigezogen. Speziell ist, dass der Geräteträger nun mit einer Knicklenkung für spurtreues Fahren am Hang versehen ist. Das neue Zwischenachshubwerk erlaubt den Anbau konventioneller Geräte. Seitenverschub und Neigungsverstellung quer zur Fahrtrichtung wurden ebenso integriert das offiziell als Arbeitskarren für den Straßenverkehr zugelassene Fahrzeug weist zudem ein Fronthubwerk auf. Um eine möglichst hohe Flexibilität zu erreichen, wurde der Zwischenachsraum in Höhe und Länge vergrößert, so können Maschinen für den üblichen Heckanbau mit bis zu 800 kg Gewicht eingesetzt werden, künftig auch noch in Schwimmstellung. Die Fanghaken der Kategorie 3 ermöglichen einen schnellen Gerätewechsel und sind auf die restliche Traktorenflotte des Betriebs abgestimmt. Für den flexiblen Einsatz mit diversen Maschinenkombinationen stehen wie erwähnt drei Anbauräume zur Verfügung. Dank dem Anbau an Front, Mitte und Heck hier mit hydraulischer Seitenstrebe können mehrere Arbeitsgänge kombiniert werden. Trotzdem werden die zulässigen Vorder- und Hinterachslasten eingehalten. Das neue Dach schützt den Fahrer vor Sonne und Regen. Ebenfalls neu ist die Arbeitsbeleuchtung sowie die Überbreitenmarkierung vorne und hinten, was zur Erhöhung der Sicherheit beiträgt. Der Dreizylindermotor von MWM mit 45 PS gilt nach der Revision wieder als neuwertig. Das 13x4-Getriebe wurde ebenfalls komplett revidiert. Die Hydraulikkomponenten inklusive der Bedienhebel sind größtenteils neu. Der Geräteträger wiegt leer 2,5 Tonnen und weist ein zulässiges Gesamtgewicht von knapp 3,8 Tonnen auf. Eingebaut ist weiter eine Spurführung mit RTK-Genauigkeit. In dieses neuartige Konzept das aktuelle und künftige Anforderungen der Landwirtschaft erfüllen kann, wurden rund 20.000 Schweizer Franken für die Revision von Motoren und Getriebe sowie 30.000 Schweizer Franken für den eigentlichen Umbau investiert.